Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Destroy All Humans. So, heute mal als Straßenspaß-Artist. Ich mag die ganzen Skins. So, wir haben jetzt hier hinten einmal eine kleine Nebenquest. Und die würde ich gerne noch nebenbei mitnehmen wollen. Das heißt, hier einmal ganz fix durch das Sperrgebiet einmal durch. Was geht da los? Wenn du das bist, Jorgi, lass das. Genau, wenn du das bist. Was willst du? Dein Bereich der Stadt ist in letzter Zeit verdächtig ruhig. Das macht den Rest von uns nervös. Ist alles gut. Wir nur keine Subversiven finden können. Entweder sie schlau oder wir schon alle Dummen gefangen. Ist schade. Vielleicht probiert ihr nur nicht genug verschiedene Methoden. Wenn ihr sie immer auf die gleiche Weise fangt, merken sie sich das. Aber welche anderen Methoden haben wir? Wenn du Idee hast, ich gerne hören. Das willst du gar nicht wissen. Ein Dissident kommt sofort. Ich nur echten Verräter will, keinen einfachen Meckerer, aber zu mir. Unverletzt bringen. Unverletzt, na gut. So, wende Codex-Scan an, um Umstürzler zu finden. Na gut. Ich darf doch mal. Wer da? Keine Kriegsaußer. Ich will Dörfer in Gegend überprüfen. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit finden als da. Ich hoffe jedenfalls. Weil wenn nicht, was tun mit Freizeit? Ja genau, was tun mit Freizeit? So, nächstes. Ich hab da nicht die Geduld für. Geist sagt Lenin, aber Körper sagt Stalin. Und doch bin ich im Grunde von Herzen reine Kapitalist. Stell dir mal vor, amerikanische Brieffreundin ist ziemlich dumm. Fragt, ob minus 20 Grad Celsius oder Fahrenheit. Ist Russland. Erst eine, dann andere. Was? Lasst uns in Ruhe, Welt verbessern. Wenn gibt keine organisierte Kriminalität, wir haben disorganisierte Kriminalität. Gibt keine andere Möglichkeit. Auf diese Weise weniger zufällige Todesfälle. Und möglicherweise mehr mit Absicht. So. Warum ist Dr. Orlov so spät dran? Ich werde langsam nervös. Aber ich muss ruhig bleiben. Niemand wird mich bemerken. Einfach ruhig bleiben. Okay, finde alle. Was nützt es, bei Mafia zu sein, wenn wir nicht mal Brot kriegen? Nee. Warum wir nennen uns überhaupt Mafia? Klingt nicht nach Russland. Bin ich betrunken? Oder bin ich nur nicht in Sowjetunion? Ist das Unterschied? Ich will Wandel sein, den ich sehen will in Welt. Aber ich habe auch Angst, andere Umstürzler zu kontaktieren. Fürchte KGB wird mich fast totschlagen und dann in Gulag werfen. Vielleicht andere ich Wandel sehen wollen einfach in Fresse halten. Bezahlen oder ich schieße. Bezahlen oder ich schieße. Bezahlen oder ich schieße. Oh. Einschüchterung ist schwerer, als aussieht. Was wollen wir? Freiheit! Wann wollen wir? Wann auch immer. Keine Eile. Wann auch immer. In Sowjetunion war ich zu kleinen, glatzköpfigen Männern hingezogen. Muss jetzt langsam beeilen. Leninismus, Trotzkismus, Stalinismus wirkt mich, wenn entschieden. Sollte ich KGB-Agenten umbringen? Oder Kreml in die Luft sprengen? Schwere Wahl. Bin wie kleine Windhundwelpe, die zum ersten Mal Kacke von anderen Hund riecht. Also.
du also großer Verräter an Sowjetunion? Ist Zeit für Geständnis. Gestehe! Ich fühle mich so schuldig. Schluchz. Ich habe mein Land verraten. Sperrt mich ein. So aufrichtig. Aber womit werde ich anklagen? Na schön, ich gestehe. Ich war der, der mit pinkem Lippenstift die Zielscheibe auf Lenins Kopf gemalt hat. Da, aber er tot. Was ihn das kümmern? Wenn das Schlimmste ist, was du getan, dann du bist kein Verräter. Na schön, ich gestehe. Ich bin gar kein Verräter. Da, seid ihr glücklich? Na, jetzt ich wissen, dass du lügen. Zähl wahre Verbrechen auf. Laut und deutlich, bitte. Weißt du noch die fehlenden Fässer an Revelate? Die, ohne die ihr Bay City nicht zerstören konntet? Das war ja sowas von ich. Und ich habe auch euren Agenten getötet, Bongwater. Hättet euch jemand mit einem besseren Namen aussuchen können. Du bist dieser Verräter, aber warum zurückkommen und dich für Befragung stellen? Ja, da hast du mich erwischt. Ich muss verrückt sein. Oh, das wird mein Ende. Wahnsinnige Leute können nicht zugeben, dass sie verrückt sind. Erste Regel der Psychologie. Aber ich keine Wahl, als dir zu glauben. Ich hatte Hoffnung, Vernehmung würde ein Highlight sein. Aber es macht keinen Spaß. Wachen! Bauern wegbringen! Du wirst im Gefängnis verrotten, Sadnica. Okay. Mission erfüllt. Und noch mal ein paar Echtzellen für uns. Täglicher Gefangenenreport. Höchste Wichtigkeit. Einrichtung in Tunguska meldet Gefangennahme eines gefährlichen populistischen Terroristen. Oh, oh, oh. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir jetzt noch was? Nee. Da ist jetzt nichts mehr. Also ab zur Kampagne zurück. Mal sehen. Bin jetzt am Überlegen, sogar noch mal ein bisschen Furontech auszugeben. Na komm, können wir uns noch aufsparen? Eine Mission kriegen wir noch gut hin. Ich geb Neugier. Was? Da? Bevor wir hier jetzt was anderes machen. Wer da? Ist da? Oh. Ey. So. Dobry dzień, towarzysz. Hey Ned, wenn ich sage, dass du einen tollen Körper hast, würdest du mir das übel? Ich mag dich, aber ich werde dich kastrieren, wenn es sein muss. Schon gut. Hey Hübsche, hast du mehr über diese Tunnel rausgefunden? Ich habe einen Wissenschaftler gefunden, der hier für organische Waffentechnologie tätig ist. Er weiß alles über die Maschinen in diesen Tunneln. Ich habe ihn zum Reden gebracht. Du hast also den Wissenschaftler überredet, hm? Hat er dieses Überreden überlebt? Gewalt ist nicht die Antwort auf alles, Krypto. Nur so ein Beispiel. Ist dir das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in diesem Dorf aufgefallen? Du Schlitzohr. Ich habe einfach nur mit ihm da gesessen. Was hast du rausgefunden? Gibt es einen einfachen Weg, diese Dinge abzuschalten? Diese Pumpmaschinen sind eigentlich kleine organische Kernreaktoren. Unglaublich. Ganz zu schweigen davon sind sie höchst instabil. Ein darin platzierter Kernbrennstab könnte sie überladen und eine Kernschmelze auslösen. Und zufälligerweise gibt es in der Stadt ein Atomkraftwerk. Da müssten doch ein paar Brennstäbe rumliegen. Ganz genau. Wenn du ein paar Brennstäbe besorgst, werden Sergej und ich sie in die Tunnel schmuggeln. Okay,
Noch einmal mit Gefühl. Du benötigst Kernbrennstäbe, um die Pumpmaschinen in den Tunneln auszuschalten. Und du willst, dass ich welche für dich finde. Da, und wenn du sie gefunden hast, wird Agent Sergei dir helfen, sie zu stellen. Sergeitastisch. Okay, Goldlöckchen. Ich besorge dir deine Brennstäbe. Aber ich erwarte eine angemessene Belohnung. Agent Sergei kümmert sich gerade um ein Transportmittel. Er wird zu dir stoßen, sobald du sie gefunden hast. Du kannst ihn um deine Belohnung bitten. Sergeinus. Gut, wenn der Codex kann, um Brennstäbe zu finden. Es dürfte ja nicht so schwer werden. So, machen wir erstmal. Angeblich führen Wissenschaftler viele nukleare Experimente durch. Das erklärt wohl meine grüne Pisse. Deine grüne Pisse, okay. Dann wollen wir doch mal hier gucken. Ist falsch zu fragen, ob Liebe zu Folter hat Stalin zu besseren Liebhaber gemacht? Weltraum haben! Immer gehen uns die Brennstäbe aus. Die schicken sie doch auf dem langsamsten Eisbrecher in ganz Sibirien. Ich habe doch gewusst, wir hätten nicht mit Sowjetexpress liefern lassen sollen. Wenn es ganz sicher auf jeden Fall irgendwann in den nächsten 6 Monaten da sein muss. Was ist das überhaupt für ein blöder Slogan? Agent Sergei, das war nicht weit von hier. Ich weiß, was du für ihn empfindest, Krypto. Aber du musst deine persönlichen Probleme hinten anstellen und ihm diese Brennstabbehälter bringen. Die Sensoren des Raumschiffs zeigen erhebliche Strahlungswerte in deiner Nähe an Krypto. Entweder hat Gastro einen akuten Anfall von Gicht oder es müssen Brennstäbe in der Nähe sein. Na, jetzt. Das war nicht so das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Jetzt machen wir mal so. Geht nämlich schneller. Gut, wir haben jetzt 2 Fahrzeuge. Die nervt mich aber ganz schön hier. Mit eurem Miniguns und Co. Okay, ich kann ja erstmal einen Brennstoff nehmen. Oh, 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 oh. Danke, Genosse. Ich werde diesen Behälter. Lass mich raten, ich hab's zu stark aufgeladen. Verliere die Brennstäbe nicht? Ist ein Auto weggefahren? So, erstes Bonusziel. Nee, weggefahren sind die nicht. Gut. Oder habt ihr das hier zerstört? Moment, machen wir mal anders. Ich mach hier erstmal ein bisschen frei. So. Jetzt. Jetzt noch das Geschütz weg. Du bist keine Herausforderung. Da wäre ich mir nicht so sicher. So, jetzt angerufen. Ja, ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst vor dir. Angreife! Ich sonst noch jemand ein Stück ab. Das kann für uns beide gut. Das war mir eine Freude. Danke, Genosse. Ich werde diesen Behälter im Alleingang auf den LKW laden. Wer ist der coole Typ? Wenn ich klein bei diese Brennstabbehälter sind wirklich ziemlich groß. Und trotzdem kann er den Sergei ganz allein auf den Lastwagen heben. Wirklich beeindruckend. Sie sind leise. Entspannen Sie sich. Ich kümmere mich um diesen Typ. Kein Problem. Next Bonus. Und. Nächster Bonus.
Genau, so gehört sich das. Jetzt hole ich mir den nächsten. So. Ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen zu stark mit den Werfen. Das ist fast so. Alles, was wir an Brennstäben brauchen. Ein weiterer Behälter sollte genügen. Überall das es ist ein Wunder, dass du viele Container Sergei tragen kann. Er ist ein echter Rocker. Findest du nicht auch, Kreatur? Doofe Menschen? Okay. Ausgezeichnete Arbeit, Genosse. Das sollten mehr als genug Brennstäbe sein. Oh, yeah. Ich war mir nicht sicher, ob du der Aufgabe gewachsen bist, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Lestrovia! Ich bin ein Bö... Mother! Na, Fresse! Die hat jetzt alle alleine darauf gestapelt. Okay. Du bist gleich ein sehr totes Äffchen! Betritt das Raumschiff! Du bist ersetzbar! Na gut, machen wir nochmal kurz eine Skin-Änderung. Für ganz viel Liebe, ja, wir könnten eigentlich noch mal ein bisschen was fürs Raumschiff machen, oder? Todeslaser hatten wir ja ausgebaut. Na, eigentlich würde ich ja... Kann länger eingesetzt werden. Eigentlich würde ich lieber den Gastro nehmen. Der hilft momentan ein bisschen mehr als die ganzen Sachen vom Raumschiff. Weil das Beste vom Raumschiff haben wir ja schon, ne? Gut, dann machen wir was schlimmer. Munitionskapazität und dann mehr ist sowieso gerade nicht drin. So, es sieht so aus, als ob einige unserer Feinde dummerweise den Weg nach draußen blockiert haben. Ich würde mich selbst um sie kümmern, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Übernimm das für mich, Genosse, während ich den letzten Container auf den Lastwagen lade, ja? Es scheint, dass die Obrigkeit auf unsere Anwesenheit aufmerksam geworden ist, Genosse. Normalerweise würde ich sie alle mit einer auf den Rücken gebundenen Hand besiegen. Aber da ich fahre, warum folgst du nicht zu unserem Schlupf, um sicherzustellen, dass unsere Fracht unversehrt ankommt, da? Ich probier's mal. Der Lastwagen wird angegriffen. Wir müssen diese Ladung mit unserem Leben verteidigen. Das war das verkehrte Ding schon wieder. So. Böse Raketenwerfer. Böse. So, bei dir lade ich mal Schilde auf. Bei dir darf ich leider nicht Schilde aufladen. So. Gut. Na, kommt da eigentlich ganz gut durch, soweit. Oh, so schnell kannst du gar nicht hinterhergehen. Ich nicht sterben. So. Von dir darf ich ein bisschen saugen. Euch machen wir so kaputt. Ja. Gut. Nur ja, ist ja eigentlich bis jetzt ziemlich simpel. So. Zwischendrin ein, zwei Mal schießen. Ein Schuss habe ich noch. Bis jetzt geht aber alles gut. Ne? Schon mal ein bisschen auswechseln hier. Gut gemacht, Christo. Unsere Fracht ist sicher im Unterschlupf angekommen. Jetzt komm mal rüber zu mir. Wir müssen reden. Okay. Wow, sieh dir das an, schon erledigt. Und ich hatte gerade erst angefangen. Natürlich trainiere ich regelmäßig. Keine Ahnung, ob du das wusstest. Vielen Dank, Krypto. Sergei und ich können ab hier übernehmen.
Darauf möchte ich wetten. Hey, wie wär's, wenn ich einfach hier bleibe und dir helfe? Ich meine, wenn ich schon mal hier bin. Ich bin sicher, Sergei ist ein vielbeschäftigter Mann. Du weißt schon, Botschaften verwanzen, Dissidenten foltern. Das ist sehr nobel von dir, Krypto. Aber ich denke, er wird die Zeit finden. Ich melde mich, sobald wir die Maschinen in den Höhlen ausgeschaltet haben. Bis dahin, halte dich von Ärger fern. Also, das war kein bisschen herablassend. Er nimmt sich also Zeit für mein Mädchen, während ich rumsitze und meine Phalangiopoden drehe, ja? So läuft das nicht, meine Liebe. Ich habe es alleine durch ein ganzes Spiel geschafft. Ich brauche von niemandem die Erlaubnis, ein paar Affenschädel einzuschlagen und schon gar nicht von einer Tussi. Krypto ist sauer. Geringfügig. So, Mission erfüllt. Mit Superbonus. Regenschirmfabrik eröffnet in Tunguska. Niemand hat irgendwelche Explosionen beim See bemerkt. Gut, aber machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.